Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Vielen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Herr Kollege Schaus, ich wollte den Redner vorhin nicht unterbrechen, aber wir sollten uns darauf verständigen, dass wir auch bei Zwischenrufen etwas auf die Wortwahl achten. Für die Landesregierung, Herr Staatsminister Al-Wazir, bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich zu den konkreten Punkten komme, die sich mit den Verspätungslandungen nach 23 Uhr beschäftigen, würde ich gerne noch einmal darauf eingehen, was der Kollege Weiß, die Kollegin Wissler und die Kollegin Faeser vermehrt in Zwischenrufen gesagt haben, ich hätte Ryanair hier angelockt. Also, da sagt er auch noch, ja klar, der Kollege Weiß. Herr Kollege Weiß, Sie sind ja eigentlich ein netter Kerl. Das will ich ausdrücklich sagen. Ja, eigentlich ist er ein netter Kerl. Aber es gilt für ihn der schöne Satz, der übrigens nicht von Jan Delay, sondern von Ödön von Horvath ist. Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Also so viel an dieser Stelle. Eigentlich an dieser Stelle. Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, ich will an dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, jemanden zitieren. Zitat: Wir haben den Minister ausdrücklich nicht aufgefordert, die Entgeltordnung abzulehnen. Ich habe auch am Dienstag gesagt, ich bin politisch der Auffassung, dass die Firma Ryanair mit ihren Bedingungen die falsche Airline am Frankfurter Flughafen ist. Dass wir uns angesichts von 40% Low-Cost-Carriern in Europa mit dem Thema beschäftigen müssen, ist völlig unstrittig. Es ist auch klar, dass man keinen über eine Entgeltordnung herausschmeißen kann. Das ist wörtlich Thorsten Schäfer-Gümbel am 24. November 2016 hier an diesem Pult, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und er fügt übrigens noch hinzu, dass es darauf geht, und er weist darauf hin, dass es darauf ankommt, und er weist auf eine Anhörung hin, 12. Dezember 2016, mit der Vereinigung Cockpit, mit UFO und mit Verdi genau zu der Frage durchführen, wie wir einen fairen Wettbewerb in der Luftverkehrswirtschaft einführen. Da stimme ich ausdrücklich zu, lieber Kollege Thorsten Schäfer-Gümbel, liebe Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Aber ich stelle fest, erstens, Ryanair ist eine in Europa zugelassene Fluggesellschaft. Zweitens, ob die mir sympathisch oder nicht sympathisch ist, spielt rechtlich keine Rolle. Ich persönlich bin einmal vor vielen, vielen Jahren mit dieser Fluggesellschaft geflogen und danach nie wieder. Und ich weiß, warum, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das ist rechtlich nicht von Belang. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jede in Europa zugelassene Fluggesellschaft kann sich um einen Slot am Frankfurter Flughafen bewerben, und wenn sie ihn zugeteilt bekommt, dann kann sie hier landen und starten. Alles andere ist Unsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wer irgendetwas anderes behauptet, erzählt Unsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweiter Punkt. Und da werde ich langsam ärgerlich. Keine Zwischenfragen, kannst dich noch einmal melden. Dann ist es auch nicht mein Problem. Dann, liebe Kolleginnen, an diesem Punkt werde ich wirklich sauer. Wenn Sie einmal genau zugehört haben, Herr Kollege Weiß, was der Kollege Weiß hier erzählt hat, wenn Sie das noch einmal nachlesen, dann werde ich wirklich sauer. Und da, an dieser Stelle ist das auch eine Erklärung, was das Problem der SPD insgesamt ist. Erst den Ausbau mit beschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, sich dann über den Lärm beklagen, dafür sein, dass Low-Cost-Carrier kommen, dann aber sagen, um Gottes Willen, das ist aber einer, den mögen wir nicht, wieso ist der da? Und zusätzlich dann noch sagen, Skandal, da landen welche nach 23 Uhr, einfordern, dass man etwas tut. Und wenn man dann etwas tut, sagen, oje, oje, da könnten ja Airlines negativ davon betroffen sein. Das ist exemplarisch das Problem der SPD, was wir hier gerade gesehen haben. So, und jetzt zu den eigentlichen Punkten. Also, Nachtflugverbot, Nachtflugbeschränkungen. Bei jedem Start nach 23 Uhr braucht es eine Einzelgenehmigung der Hessischen Luftaufsicht. Da gehen wir sehr restriktiv vor.
bei Landungen zwischen 23 und 24 Uhr braucht es diese Einzelgenehmigung nicht. Braucht es diese Einzelgenehmigung nicht, sondern die Landung ist erlaubt, wenn sie sich nicht schon aus der Flugplangestaltung ergibt. Nach 0 Uhr braucht es wieder diese Einzelgenehmigung. Und Frau Kollegin Wissler hat ja genau so einen Fall genannt, wo gesagt wurde, hier wird nicht gelandet. Übrigens, seit Anfang April sind ein gutes Dutzend Ryanair-Flüge in Frankfurt nach 0 Uhr nicht runtergelassen worden, sondern zum größten Teil auf dem Hahn gelandet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Esther, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Ich will an dieser Stelle sagen, ausdrücklich, so steht es im Planfeststellungsbeschluss, die Verspätung ist dann allerdings wirklich als Ausnahme gedacht für besondere Umstände, also Wetter, besondere Vorkommnisse oder was auch immer, und darf sich nicht aus der Flugplangestaltung ergeben. Ich bin mit der momentanen Verspätungssituation alles andere als zufrieden. Sie ist schlecht nach 23 Uhr. Sie ist sehr, sehr schlecht. Wir haben momentan zu viele Verspätungslandungen zwischen 23 und 24 Uhr, allerdings im Durchschnitt im April beispielsweise 2,4 Landungen pro Nacht. Deswegen will ich das durchaus noch einmal sagen. Das ist noch weit entfernt von den 7,5, die im Planfeststellungsbeschluss gibt. Ich sage das ausdrücklich, wiederhole es auch hier. Wenn wir sehen, dass dort etwas passiert, was so nicht gedacht war im Vorhinein, und wenn wir auch sehen, dass bestimmte Ausnahmen, sozusagen Stichwort 7,5 als Auflagenvorbehalt, sozusagen, dass man da weit von entfernt ist, dann kann man sich auch langfristig überlegen, was man an diesen Regelungen vielleicht ändern kann. Dazu stehe ich. Aber Herr Kollege Weiß, das gilt dann für alle, nicht nur für eine Fluggesellschaft. Das gilt dann für alle. So. Und ich will das an der Stelle noch einmal sagen, wir hatten mit Ryanair im letzten Winterflugplan ein Problem. Stichwort viel zu oft Verspätungslandung nach 23 Uhr. Sie erinnern sich, im November waren es 35, im Dezember waren es wieder 35. Wir haben dann sehr ernsthafte Gespräche geführt, den Druck sehr deutlich erhöht. Im Januar waren es 19, im Februar waren es noch 9. Wir dachten, wir seien da auf einem guten Weg, und auch Ryanair habe endlich verstanden, dass das der Flughafen Frankfurt ist und nicht der Flughafen Frankfurt-Hahn. Wir mussten dann feststellen, dass mit Beginn des Sommerflugplans die Probleme wieder aufgetreten sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da haben wir oft genug darüber geredet. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt leiten wir ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Und ich muss sagen, es ist das erste Mal überhaupt, dass gegen eine Fluggesellschaft ein solches Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird. Und wie man dann auf die Idee kommen könnte, die Landesregierung würde sich von Ryanair auf der Nase rumtanzen lassen, das verstehe ich wirklich nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir genau das jetzt machen, was vorgesehen ist. Und wir haben zwei Flüge, nämlich die Flüge nach London Stansted und Barcelona, die sehr, sehr oft verspätet sind, wo der Verdacht zumindest sehr nahe liegt, dass sich das schon aus der Flugplangestaltung ergeben könnte. Genau diese haben wir nicht an irgendwen abgegeben, sondern der zuständigen Behörde für diese Verfahren übergeben zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, so wie es das Gesetz vorsieht. Ich will an dieser Stelle sagen, wir halten den Druck hoch, und wir halten den Druck aus guten Gründen hoch. Und der Druck zeigt auch erste Wirkung. Ryanair hat uns letzte Woche Ryanair hat uns letzte Woche mitgeteilt, dass ab Juni zwei Flüge vorverlegt werden. Der Stansted-Flug, der bisher planmäßig eine Ankunftszeit von 22.30 Uhr bzw. 22.35 Uhr hat, wird auf 22.10 Uhr vorverlegt. Der Catania-Flug, bisher 22.30 Uhr, wird ab 7.06. um 21.15 Uhr von Ryanair mit der planmäßigen Ankunftszeit angegeben. Das sind gute Nachrichten, wenn planmäßige Landungen vorverlegt werden. Aber ich will ausdrücklich sagen, die müssen dann auch dazu führen, dass die 23-Uhr-Grenze nicht mehr gerissen wird, dass das dann auch wirklich stattfindet. Weil ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, bei Ryanair zählen für mich nur noch Taten und keine Ankündigungen mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das heißt, wir suchen jetzt auch die rechtliche Klärung. Es ist weiterhin so, dass jeder verspätete Flug aus London, Stansted und Barcelona ans Regierungspräsidium gemeldet wird. Die rechtliche Klärung findet jetzt statt. Sind Verbindungen, die so knapp geplant werden, dass schon kleinste Unregelmäßigkeiten zu Verspätungen am späten Abend führen, mit dem Planfeststellungsbeschluss vereinbar? Das prüft jetzt das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Behörde. Erwiesene Verstöße, und ich sage erwiesene Verstöße, weil noch ist es wie immer ein offenes Verfahren. Erwiesene Verstöße gegen genau diese Regelungen können mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 € geahndet werden. Außerdem kommt bei erwiesenen Verstößen auch die Einziehung des Wertes der Taterträge in Betracht. Das wären z.B. die Kosten, die im Fall einer Ausweichlandung an einem Flughafen ohne Nachtflugbeschränkungen bei Ryanair entstanden wären. Und natürlich, Sie sagen, es muss sofort passieren. Manchmal wünschte ich mir auch die Freiheit, hier sozusagen fordern zu können und nicht am Ende Ergebnisse bringen zu müssen. Aber ich stehe in der Verantwortung. Ja, das war meine Entscheidung, und ich stehe auch zu dieser Entscheidung, lieber Kollege Wilken, weil ich nehme die 11. Feuerbach-These von Marx im Gegensatz zu dir ernst. Philosophen haben die Welt immer nur unterschiedlich beschrieben. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern, und dafür muss man in die Verantwortung gehen. Das sollte sich auch die Linksfraktion einmal überlegen. Also, ich habe in einem Kommentar gelesen, die Behörden die Behördenmühlen würden zu langsam mahlen. Ich sage Ihnen ausdrücklich, wir wollen ein rechtssicheres Verfahren. Wir wollen die juristische Klärung, und wir haben dieses Verfahren in Gang gesetzt. Ich bin mir auch sicher, das ist nun die Freiheit des Kommentars. Ich liebe die Pressefreiheit. Wenn wir in diesem Verfahren einen Fehler machen würden, damit die Behördenmühlen schneller mahlen würden, dann würden dieselben Kommentare sagen, wie konnten die so blöde sein, in diesem Verfahren den Betroffenen nicht genügend Zeit zur Stellungnahme zu geben. Wir hatten übrigens in Sachen Biblismann einen ganzen Untersuchungsausschuss zu dieser Frage. Also, wir machen das ganz ordentlich und rechtsstaatlich, wie sich das gehört. Frau Wissler, ich bin nicht Putin, ich bin nicht Erdogan, ich bin auch nicht Maduro. Ich halte mich an Recht und Gesetz, und das ist gut so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, ausdrücklich, wir haben übrigens ein generelles Problem von Verspätungen, insgesamt. Nach der 23-Uhr-Grenze in Frankfurt fällt es ganz besonders auf, weil wir hier im Vergleich zu anderen Flughäfen eben härtere Beschränkungen haben. Aber wir haben insgesamt ein Problem momentan, das will ich Ihnen auch sagen. Jedes achte Passagierflugzeug in Frankfurt ist mehr als eine halbe Stunde zu spät gelandet. Es fällt halt auf bei den Landungen nach 23 Uhr. Wir haben im europäischen Luftraum momentan ein Problem. Und ich will an dieser Stelle sagen, das kann man nicht mal eben mit einer Aktuellen Stunde im Hessischen Landtag lösen. Aber wir werden auf europäischer Ebene dafür kämpfen müssen, dass dieses das Problem, dass wir seit Jahren über den sogenannten European Single Sky reden, aber in der Realität weiter unglaublich viele unterschiedliche Luftaufsichten zuständig sind, unterschiedliche Flugsicherungen zuständig sind, es unfassbar viele militärische Sperrgebiete gibt und am Ende sozusagen ein Problem insgesamt mit Pünktlichkeit herrscht. Das müssen wir auch angehen. Das hilft am Ende geplagten Anwohnerinnen und Anwohnern, und es spart im Übrigen auch Kerosin. Auch das wäre eine gute Nachricht. Und natürlich ist klar, dass wir uns auch Gedanken machen müssen über die Frage, was wir noch dazu beitragen können, Anreize zu schaffen, pünktlich in Frankfurt zu landen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben bisher, ich will Ihnen das mal sagen, vielleicht wissen Sie das nicht, wir haben bisher Lärmentgelte, die für Landungen in Frankfurt bezahlt werden müssen. Eine B737-800 zahlt ein Lärmentgelt, wenn sie um 20 Uhr kommt, von 124 Euro, um 22.30 Uhr in der Randstunde der Nacht zahlt sie 50% mehr, nämlich 62 Euro mehr. Und wenn sie nach 23 Uhr kommt, zahlt sie 200% mehr, nämlich einen Aufschlag von 248 €.
Das ist schon sozusagen richtig angelegt, dass es dort Unterschiede gibt. Aber natürlich kann man sich immer Gedanken machen, ob man daran noch etwas verändern kann. Ich sage Ihnen aber auch, das müsste die Fraport beantragen, und wir müssten dann prüfen, ob es mit Gebührenrecht vereinbar ist. Man kann sich da noch viel überlegen. Aber was nicht funktioniert ist, Herr Kollege Weiß, erst für den Ausbau sein, sich nachher über den Lärm beschweren, erst für Low-Cost-Carrier sein, nachher sagen, es ist der Falsche, erst sagen, es muss gehandelt werden, wenn Sie nach 23 Uhr kommen, und nachher sagen, aber es darf den Airlines nicht wehtun. So funktioniert verantwortliche Politik nicht. Vielen Dank, Herr Minister. Wir starten in die zweite Runde mit einer Redezeit von 10 Minuten pro Fraktion. Ich erlaube mir deshalb, bevor ich als Erstes dem Abg. Schaus das Wort erteile, den Hinweis. Ich war in der vergangenen guten Stunde sehr großzügig, was die Redezeit angeht. Gehen Sie davon aus, das ist vorbei für diese zweite Runde. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe nicht die Absicht, 10 Minuten lang darüber zu reden, aber wir werden mal schauen, wie lange sozusagen der Dialog hier dauert. Herr Minister, Herr Kaufmann, ich wende mich ausdrücklich an Sie. Sie haben ja beide davon gesprochen, dass wir kein Nachtflugverbot haben, sondern eine Nachtflugbeschränkung. So, sei es drum. Ich glaube, und da sollten wir zumindest einig sein. Deswegen weiß ich, also mir ist ja nicht klar, warum Sie dieses Argument hier eingeführt haben, Sie zuerst, Herr Kaufmann, und dies so besonders betont haben, als sei das sozusagen ein schlechteres Recht. Ich glaube, dass die Betroffenen, ich glaube, dass das den Betroffenen, Herr Kaufmann, ja, die nachts kurz vor 12 aus dem Schlaf gerissen werden, wurscht egal ist, ob wir ein Nachtflugverbot haben oder eine Nachtflugbeschränkung. Das ist sozusagen eine Spitzfindigkeit, finde ich, in der juristischen Debatte, die in der Realität genau sozusagen das Problem wegdiskutieren will. So habe ich es jedenfalls verstanden. Weshalb muss man das betonen? Und sollte es insgesamt doch darum gehen, dass das, was der VGH, das will ich noch einmal betonen, seinerzeit in der Entscheidung mit den 6 Stunden Nachtruhe, so will ich es jetzt auch einmal bezeichnen, damit wir da nicht in eine Diskussion kommen, ja, dass das auch eingehalten wird und dass das jeden Tag eingehalten wird. So, und da merke ich bei jeder Diskussion hier, Herr Minister, also noch einmal zu Ryanair, Ursache und Wirkung, linke Tasche, rechte Tasche. Wir wissen, die Landesregierung ist größter Anteilseigner von Ryanair. Von Fraport, ja. So. Größter Anteilseigner, ja, ist gut. Größter Anteilseigner von Fraport. Gemeinsam mit der Stadt Frankfurt haben Sie die Mehrheit. So. Jetzt sagen Sie, so kommt es mir vor, ja, na ja, da muss Fraport dies beantragen, da muss Fraport jenes beantragen, da warten wir einmal ab, und dann müssen wir das eventuell genehmigen, oder dann werden wir das prüfen. So. Wer nimmt denn sozusagen die Rechte der Anteilseigner hier wahr? Also Sie zum Beispiel, Herr Kaufmann, im Aufsichtsrat der Fraport sind damit beauftragt, andere auch. Und da würde ich ganz gern mal wissen, ohne den die Vertraulichkeit zu verletzen, was Sie denn eigentlich da tun. Weil wir, meine Damen und Herren, haben uns mit den Betroffenen von den Bodenverkehrsdiensten, die Ryanair abfertigen, getroffen und haben uns einmal erläutern lassen, wie dieses Abfertigungsverfahren in 25 Minuten stattfindet. Ich weiß nicht, ob Sie das auch getan haben als Vertreter der Anteilseigner, Herr Kaufmann, oder Sie, Herr Minister. Alle Betroffenen haben uns gesagt seinerzeit, in 25 Minuten ist das nicht zu leisten. Das ist nicht zu leisten. Und das ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Das ist nämlich die Frage, wer hat denn hier sozusagen genehmigt, nicht nur wer hat Ryanair angelockt, das war der Anteilseigner Fraport, für den Sie, Herr Kaufmann, unter anderem im Aufsichtsrat sitzen, angelockt,
zugegebenermaßen auch mit Rabatten, die dann von Fraport, die Sie ja im Aufsichtsrat vertreten, die Anteilseignerseite, dann dem Ministerium vorgelegt wurde und dann ja auch genehmigt wurden. Also, das ist ein schönes Spielchen. Ja? So, auf der einen Seite wird sozusagen die Verantwortung zu Fraport geschoben, unter Auslassung sozusagen, wem Fraport gehört. Und dann sagt der Minister, na ja, ich habe das rechtlich prüfen müssen, aber die Rabatte, die mussten wir dann gewähren. Das ist der Punkt und das ist der Ausgangspunkt des Problems. Ryanair hätte niemals genehmigt werden dürfen eine Abfertigungszeit von 25 Minuten an keinem Flughafen und schon gar nicht am Frankfurter Flughafen. Und da erwarte ich von Ihnen Ehrlichkeit und Offenheit, auch was Sie dazu unternommen haben, dies von Anfang an zu unterbinden. Herr Minister Al-Wazir, ich will Sie, weil Sie sich ja auch immer als Offenbarer sozusagen auch in der Öffentlichkeit darstellen. Ich will Sie erinnern an die einstimmige Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung Offenbach, die seinerzeit Sie aufgefordert hat, diese Gebührenordnung nicht zu genehmigen. Einstimmig, auch mit den Stimmen der GRÜNEN im Stadtparlament in Offenbach. Die wussten, was das bedeutet, weil sie wissen ja selber als Offenbacher, wie stark die Bevölkerung davon betroffen ist. So. Und insoweit kann ich nur sagen, das Spielchen linke Tasche, rechte Tasche, und wir haben nichts damit zu tun, weil das eine müssen die einen beantragen, das andere müssen wir nur genehmigen, und da müssen wir sozusagen auf Rechtsstaatlichkeit achten. Das ist ja sozusagen die Linie Ihrer Argumentation, Herr Kaufmann, seitdem Sie da im Aufsichtsrat sitzen. Ich erkenne Sie kaum wieder, muss ich sagen, also in der Flughafenfrage. Also Spitzfindigkeit, ja? So viel Spitzfindigkeit zugunsten Fraports, wie aus der GRÜNEN-Fraktion, habe ich in den letzten Jahren noch nicht erlebt. Und das müssen Sie sich anrechnen lassen. So, ja? Ich will Ihnen mal etwas sagen. So, wenn es um Arbeitnehmerfeindlichkeit geht, Herr Boddenberg hat es ja angesprochen, dann ist der Vorwurf an uns völlig unberechtigt. Es geht doch darum, dass Ryanair hier Regelungen schafft, die alle anderen Fluggesellschaften unter Druck setzen. Und ich nehme Sie nicht aus der Verantwortung raus, weil Sie das ja ermöglicht haben mit dieser Genehmigung, mit diesem Anlocken und mit der Festlegung auf 25 Minuten oder der Akzeptanz von 25 Minuten Abfertigungszeiten, dass sie diesen Druck damit erzeugt und auf alle anderen Fluggesellschaften, insbesondere auf die innereuropäischen, ausgeweitet haben. Das ist Ihre Verantwortung. Die Verantwortung der Sozialdemokraten ist in der Tat, sich für den Ausbau des Flughafens ausgesprochen zu haben. Da teile ich Ihre Kritik im Übrigen. Das ist gar nicht der Punkt. Ja, die teile ich. Und da finde ich es auch schwierig, sozusagen, das außen vor zu lassen und dann die Diskussion nur weiterzuführen. Aber Ihre Verantwortung und zu Ihrer Ehrlichkeit gehört es in der Tat auch dazu, diesen Part, der ausstrahlt von Ryanair jetzt am Frankfurter Flughafen in besonderer Weise, nämlich dass Druck entsteht, auf andere Fluggesellschaften genau die Abfertigungszeiten zu reduzieren, damit auf die Arbeitsbedingungen des Bodenpersonals, damit auf die finanzielle Situation von Fraport usw. Das können Sie nicht wegdiskutieren. Das ist Ihre Verantwortung als Land Hessen in diesem Unternehmen. Und das ist Ihre Verantwortung auch als Politikerin und Politiker. Und insofern sage ich Ihnen, wir sind nicht arbeitnehmerfeindlich, in keinster Weise, wenn wir das thematisieren. Arbeitnehmerfeindlich sind diejenigen, die ausschließlich sozusagen diese Diskussion filetieren und dann auf Ryanair schauen und sagen, ja, da können wir doch nichts machen, das ist doch eine unternehmerische Entscheidung. Ja, Sie haben es Ihnen doch erst ermöglicht, diese unternehmerische Entscheidung zu treffen. Und das ist Ihre Verantwortung. Und von daher bleibe ich dabei,
Wir lassen uns nicht mehr abspeisen, meine Damen und Herren, mit Versprechen, mit Redewendungen, mit juristischen Spitzfindigkeiten, die hier sozusagen Pirouetten drehen im Zusammenhang mit Flughafen und Fraport seit Jahren, seitdem Sie in der Regierung sind, Frau Dorn. Ja, rein. Ja, so. Ja. Weshalb sagt denn der Herr Minister Al-Wazir, weshalb weist er denn in einem Nebensatz darauf hin, dass derzeit ja nur 2,4 Ausnahmen pro Nacht sozusagen stattfinden, aber 7,5 könnten es sein nach dem Feststellungsbeschluss? Das hat doch zwei Komponenten. Die erste Komponente, die kennen wir, die ist, wir haben damit nichts zu tun. Das ist ja vorher passiert. Und die zweite Komponente ist, ist ja gar nicht so schlimm, es könnte ja noch viel schlimmer kommen. Beides sind Beruhigungspillen, die Ihnen eigentlich nicht anstehen nach Ihrer sozusagen politischen Vergangenheit in dieser Flughafenfrage. Und deshalb finde ich, Herr Abgeordneter, Sie haben noch maximal 30 Sekunden. Ich weiß, Herr Präsident. Deswegen finde ich es schäbig, in dieser Art und Weise zu diskutieren und von Ihrer eigenen Verantwortung abzulenken. Tun Sie endlich was. Sie haben seit Monaten, schauen Sie zu, Herr Minister, wie Fraport hier das Nachtflugverbot verletzt. Und deswegen diskutieren wir das, und deswegen werden wir das weiter in den Landtag reinbringen, um Druck zu erzeugen, damit Sie sich endlich bewegen. Vielen Dank, Herr Abg. Schaus. Es waren exakt 10 Minuten. Als Nächstes spricht Herr Fraktionsvorsitzender Schäfer-Gümbel für die Fraktion der Sozialdemokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Nach der außerordentlich zugewandten, völlig frei von Hochmut vorgetragenen Rede des Wirtschaftsministers – und ich melde mich selten, wenn er geredet hat hier im Parlament – fühle ich mich gezwungen und ein Stück weit herausgefordert, ein paar Bemerkungen zu machen. Der erste ist, da stimme ich ihm zu. Eine Aktuelle Stunde ist in der Tat nicht ganz der geeignete Ort, über diese komplexe Frage der weiteren Entwicklung des Frankfurter Flughafens zu reden. Deswegen erlaube ich mir, glaube ich, zum 8. oder 9. Mal in dieser Periode den kleinen Hinweis, ich hätte mir in den letzten 4,5 Jahren einmal eine Regierungserklärung zur Entwicklung des Frankfurter Flughafens gewünscht. Dann hätten wir nämlich mal ernsthaft und am Stück ausgehend von Ihren Vorstellungen und all den historischen Ereignissen, die Sie produziert haben, über die weitere Entwicklung des Frankfurter Flughafens diskutieren können. Sie haben davon ganz bewusst Abstand genommen. Sie haben, das ist jetzt nicht Ihre Verantwortung, sondern die des Ministerpräsidenten, auch vor dem Hintergrund von verschiedenen Verabredungen die gemeinsamen Grundlagen eines Flughafenkompromisses und der weiteren gemeinsamen Schritte Abstand genommen. Das ist Ihre politische Entscheidung. Ich will es nur auch noch einmal festgehalten haben. Zweitens. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass der Frankfurter Flughafen, die Fraport AG, die Gebührenordnung beantragt hat. Ich will allerdings zumindest den kleinen Hinweis geben, dass vorher der Vorstand der Fraport, wenn man es jetzt ein bisschen polemisch beschreiben würde, Ryanair ein halbes Jahr vorher hinterhergerannt ist und inständig gebeten hat, an den Frankfurter Flughafen zu kommen. Und da ist der Hinweis dann zur Anteilseigentümerstruktur schon auch richtig. Die Wahrscheinlichkeit, dass das völlig unabgestimmt und ohne jede Vorbemerkung mit der Landesregierung auf den Weg gebracht wurde, das halte ich zumindest für nicht sehr wahrscheinlich. Ich kann es nicht belegen, aber dass in dieser Entscheidung, bei der Sensibilität, die das Thema Flughafen auch bei den Koalitionsverhandlungen gespielt hat, es überhaupt keine Form von Rückmeldung gegeben hat und Rückversicherung, das halte ich, wie gesagt, für sehr unwahrscheinlich. Dritte Bemerkung. 724 Landungen im Jahr 2017 zwischen 23 und 24 Uhr. Die Anzahl der Landungen zwischen 23 und 24 Uhr hat sich in den letzten 3 Jahren verdoppelt. In den letzten 3 Jahren. Das hat nicht Florian Rentsch geschafft.
dem man hier alles Mögliche in der Flughafendebatte immer und immer wieder auch von Bündnis 90 die Grünen vorgehalten hat, sondern es war an dieser Stelle diese Landesregierung, die diese Entwicklung, auch das will ich freundlich formulieren, zur Kenntnis genommen hat. Vierte Bemerkung. Kollege Al-Wazir hat ja ausführlich mich zitiert, und ich habe ja die Zitate, in der Regel erkenne ich die Zitate, die vorgetragen werden, weil es auch erkennbar ist in der Absicht. Zu dem vermeintlichen SPD-Problem komme ich gleich. Indem ich darauf hingewiesen habe, dass in der Tat auch vor dem Hintergrund der Erklärung des Ministers zur ersten Einschätzung vor dieser Debatte und in meinem extrem hohen Grundvertrauen in die Person von Tarek Al-Wazir ich keine Veranlassung habe, zunächst an den Ausführungen der Landesregierung und des Ministers zu zweifeln. Der Kollege Al-Wazir hat allerdings vergessen zu zitieren, was ich zwei Parlamentsrunden später erklärt habe, nach einer Anhörung und einer externen rechtlichen Bewertung, die wir eingeholt haben, dass es mindestens Teilmomente der Gebührenordnung gibt, die man hätte sehr wohl anders machen können. Das habe ich hier ausdrücklich ausgeführt. Und es wäre zumindest redlich gewesen, das in dieser Debatte mit einzuführen, weil den Eindruck zu vermitteln, dass sozusagen wir diejenigen sind, die da keine Ahnung haben und eigentlich seine Position stützen, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass wir das überprüft haben und inzwischen zu einer zumindest in Teilen anderen Einschätzung kommen, ist nicht redlich in so einer Debatte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Damit komme ich fünftens zu dem angeblichen SPD-Problem beim Frankfurter Flughafen. Und ich will das, ja, Sie haben ja Peter Feldmann in den letzten Wochen häufig hier im Parlament gelobt. Das habe ich die letzten drei Jahre immer anders verstanden. Aber zur Flexibilität Ihrer Argumentation habe ich ja, doch, haben Sie mehrfach hier beim Thema Kindergarten und Gebühren. Ja, also ich bin nicht so vergesslich, Herr Boddenberg. Ja, also in der Regel merke ich mir, was hier gesagt wird, und in aller Regel nehme ich es sogar ernst. Und das gilt an der Stelle, und ich will nur auf die Widersprüchlichkeit mancher Argumentation hier im Haus verweisen. Ich will unsere Position noch einmal, und zwar so, wie ich das seit 2004 immer und immer wieder hier in diesem Parlament gemacht habe, noch einmal zusammenfassen. Die hessische SPD stimmt dem Ausbau des Frankfurter Flughafens und den Bedingungen des Mediationsergebnisses ausdrücklich zu. Das haben wir teilweise in erbitterten und schwierigen Debatten innerparteilich für uns geklärt. Wir haben auf der Grundlage des Mediationsergebnisses, brauchen Sie sich nicht zu melden, Herr Boddenberg, ich beantworte jetzt keine Zwischenfrage, sondern ich trage jetzt erst einmal ein Stück vor. Wir haben dann immer und immer wieder, und zwar vor allem auch vor dem Hintergrund der Debatten mit den Betroffenen vor Ort auf der einen Seite, den Betriebsräten am Frankfurter Flughafen auf der anderen Seite, in der politischen Auseinandersetzung mit Bündnis 90 die Grünen, die uns hier regelmäßig im Landtag, und zwar in aller Regel durch den Kollegen Al-Wazir oder den Kollegen Kaufmann, in, ich sag mal, wenig freundlichen Worten erklärt haben, dass wir beim Frankfurter Flughafen, das ist Ihre Interpretation, ich habe das gelegentlich anders wahrgenommen, aber da ich ja inzwischen weiß, dass Sie auch intern so argumentieren, nehme ich das sozusagen relativierend gerne in Kauf, dass wir die falsche Auffassung hätten. Wir haben deswegen vor der Landtagswahl 2013 ein umfassendes Papier vorgestellt, unter anderem zum Thema Lärmobergrenze, Flug-Anflug-Verfahren, und manch anderen Maßnahmen, einschließlich des Wunsches, die Luftverkehrssteuer in Berlin so umzuwidmen, dass daraus zusätzliche Investitionen in zusätzliche lärmgeminderte moderne Fluggeräte möglich werden. Und wir sind für dieses Maßnahmenpaket vor der Landtagswahl heftig verprügelt worden von Bündnis 90 die Grünen, von den BIs, von der Linkspartei, nach dem Motto, sei alles Irrsinn. Wir haben dann in Sondierungsverhandlungen das ja erneut vorgetragen bekommen. Und dann erleben wir, dass der Kollege Al-Wazir nach den Koalitionsverhandlungen manches von dem, was wir im Frühjahr 2013 und im Sommer 2013 vorgetragen haben, zur eigenen Position erklärt. Ich habe mich darüber in der Sache gefreut.
weil dass Sie bei den Punkten da jetzt ein bisschen pragmatischer umgehen, ist in Ordnung. Aber uns dann vorzuwerfen, dass wir sozusagen unsere Position verändern, das ist absurd. Wir haben schon vor der Landtagswahl gesagt, dass wir beim Thema aktiver und passiver Schallschutz mehr machen wollen, mit allen Schwierigkeiten, die wir das auch vor Ort hatten. Wir haben da eine ganze Reihe von Maßnahmen miteinander besprochen. Wir haben übrigens der Landesregierung angeboten, dabei mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das hat an einer Stelle dazu geführt, dass ich zwei Tage vor Veröffentlichung Ihrer Ergebnisse in einem Vorgespräch informiert wurde. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz als Einbindung, aber geschenkt. Alles, das dürfen Sie entscheiden. Sie sind Mehrheit, und dass Sie damit auch Wahrheit verbinden, haben Sie gestern hinreichend dokumentiert. Und nicht nur an dieser Stelle, aber ich will es wenigstens erwähnt haben. Und deswegen nehme ich den Vorhalt nicht ernst. Ich will Ihnen aber umgekehrt sagen, was das grüne Problem in der Debatte ist. Das grüne Problem in der Debatte ist, dass Sie vor der Landtagswahl 2013 vieles erklärt haben. Kein T3, Lärmobergrenze verbindlich und manch anderes mehr. Das hat anschließend nach der Landtagswahl keine Rolle mehr gespielt. Ich habe Ihnen das hier nicht vorgehalten. Kein einziges Mal habe ich Ihnen das hier vorgehalten, weil ich sehr wohl weiß, dass es in Kompromissmöglichkeiten geben muss. Aber was unanständig ist, dass Sie es uns umgekehrt wiederum vorhalten, obwohl wir das vor der Landtagswahl gesagt haben. Und diese Form von grüner Problemlösung, vor der Wahl etwas anderes zu erklären, sich anschließend dafür feiern zu lassen, das Gegenteil zu machen, das ist nicht in Ordnung. Und ich sage Ihnen, dass die einzige persönliche Bemerkung, die ich dann machen will, so wie das der Kollege Kaufmann aufgelöst hat, finde ich nicht zielführend. Vor der Landtagswahl bis 2013 stand unter der Signatur von Frank Kaufmann als MDL Fachsprecher für die Problematik Flughafenausbau Frankfurt. Herr Kollege, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ich komme zum Ende. Nach der Landtagswahl 2014 steht jetzt unter der Signatur von Frank Kaufmann Fachsprecher für Flughafen Frankfurt. Die Problematik am Frankfurter Flughafen hat sich mit einer Signaturänderung allerdings nicht gelöst. Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Weitere Wortmeldungen zur Aussprache liegen mir nicht mehr vor. Damit ist dann auch diese Aktuelle Stunde abgehalten. Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, erteile ich Herrn Kollegen Kaufmann das Wort zu einer persönlichen Bemerkung nach § 81 Geschäftsordnung. § 81 Absatz 2 der Geschäftsordnung lautet, das Mitglied des Landtags darf nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will nur eine kurze Bemerkung machen, denn dass es Angriffe auf meine Person durch den Kollegen Schaus gegeben hat, wird, glaube ich, keiner, der hier gesessen hat, streiten können. Insoweit darf ich werde die 5 Minuten bei weitem nicht ausschöpfen, eine Zurückweisung dieser Angriffe sehr deutlich machen. Herr Kollege Schaus, ich nehme Ihnen auch übel, dass Sie sich verstecken können und das auch wissen hinter dem Aktiengesetz. Weil mir ist es verboten, irgendetwas aus dem Zusammenhang des Aufsichtsrats hier darzulegen. Und wenn Sie mehrfach mit einem entsprechenden Tenor das hier von mir erwarten und mich auf diese Weise diskreditieren wollen, dann finde ich das noch schlimmer als schäbig. Und wenn es Ihnen um die Fragen in der Sache wirklich ginge, wo Sie mich zu angegriffen haben, dann empfehle ich Ihnen doch einmal den Kontaktversuch zu den Vertretern Ihrer Gewerkschaft in den entsprechenden Gremien von Fraport. Die wissen sehr wohl, was Sie da getan haben, und werden Ihnen auch Auskunft geben können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaufmann. Wir fahren fort in der Tagesordnung.